Man muss nicht Palfinger heißen, um ein Palfinger zu sein. Ich heiße Ursula Balali und habe am 1.12.97 bei Palfinger zum Arbeiten begonnen und bin voriges Jahr am 1. April nach 23 Jahren in Pension gegangen. Ich habe begonnen als Chefsekretärin, ist ja dann nur mehr Assistentin des Managements geworden. Das Wort Chefsekretärin gibt es ja nicht mehr. Und bin in der Position geblieben bis zur Pension und habe nebenbei gut 15 Jahre noch Betriebsratstätigkeit gemacht. Ja, am ersten Arbeitstag, da waren wir zu zweit im Büro. Und es war so, dass ich am ersten Arbeitstag wirklich nur einen Stuhl gehabt habe, aber noch keinen eigenen Tisch. Also das war noch ein bisschen ausbaufähig. Und die Kollegin war wirklich nett und wir haben uns auch mit einem Tisch damals begnügen können. Und wir haben drei Geschäftsführer gehabt zu der Zeit in Lengau. Und da war zu zweit gut zu tun. Naja, in der ersten Zeit, wo ich gekommen bin, waren wir ja hauptsächlich damit beschäftigt, die Werke in Bulgarien aufzubauen. Das war damals die Aufgabe der Geschäftsführung und das hört sich jetzt einfach an. Aber zu der Zeit war es einfach so, dass für Bulgarien einfach immer noch ein Visum gebraucht wurde. Man konnte nicht hinfahren, ohne eingeladen zu werden. Im Gegenzug konnten die auch nicht kommen ohne Einladung. Und da war eigentlich, das war schwierig. Die meisten Chefs hatten mindestens zwei Pässe, weil einer immer bezüglich Visum unterwegs war. Das war eigentlich die ersten ein, zwei Jahre prägend. Das Wichtigste ist Loyalität. Das ist das Um und Auf. Ich habe in der ganzen Zeit 11 Geschäftsführer gehabt, war dann erst in der letzten Periode sehr beständig. Und man muss sich immer wieder auf neue Charaktere einstellen. Man kann jetzt nicht sagen, der ist mir mehr sympathisch, der ist mir weniger sympathisch, sondern man muss sich einfach einstellen können. Und jeder hat einfach andere Bedürfnisse. Und manchmal muss man auch sagen, was man sich denkt. Nicht nur, was gehört werden will. Ja, ich habe oft gesagt, Wahnsinn, auch wenn wir unter uns Kolleginnen geredet haben. Und andere hat wieder einen neuen Chef bekommen und hat gesagt, weißt du was, hat gesagt, wir sitzen immer noch da. Und so war's. Es hat noch nicht diese PowerPoint-Fachleute gegeben. PowerPoint war zu dem Zeitpunkt noch überhaupt nicht. Wir haben mit Overhead-Folien gearbeitet noch für die Präsentationen. Nach ein paar Jahren ist dann dieses Lotus Notes gekommen. Das war für uns damals unvorstellbar, wie wir ohne Papierkalender arbeiten sollten. Teilweise haben wir parallel dann immer noch einen Papierkalender dazu gehabt, weil wir uns einfach noch nicht drauf verlassen haben. Und dann ist erst einmal eben diese Kalenderführung, diese Terminbuchung und der E-Mail-Verkehr gekommen. Aber am Anfang haben wir unsere Papierkalender gehabt und haben eben mit Overhead-Folien die Präsentationen vorbereitet. Es ist noch so, es war sicher früher noch stärker, weil wir kleiner waren. Aber ich glaube, die Familie hat dann irrsinnigen Einfluss darauf gehabt. Weil wenn der Herr Palfinger die Werke besucht hat, da war was los. Da ist bei mir das Telefon losgegangen. Wir haben gewusst, der Herr Palfinger kommt und dann ist aber noch schnell mit dem Besen durchgefahren worden, das ganze Werk. Und da war einfach Respekt da. Hat sie eigentlich nie, ist nie verloren gegangen, der Bezug zur Familie. Weil ich habe mir immer den einen Satz gemerkt, das ist irgendein Teambuilding oder wo der hervorgekommen ist, da hat es geheißen, man muss nicht Palfinger heißen, um ein Palfinger zu sein.
Und ich denke, die meisten von uns haben das so gefühlt. Man muss sagen, also die Firma ist schon sehr sozial auch. Ich glaube nicht, dass viele Unternehmen das haben, was wir alles geboten bekommen haben. Die Leute sind nicht fallen gelassen worden, wenn es einmal ein Problem gegeben hat. Aber das ist sicher auch vorher von der Familie so gewollt gewesen und ist dann übernommen worden. Momentan fühle ich mich immer noch als dazugehörig. Und es ist mir auch schwer gefallen, in Pension zu gehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber es ist einfach der größte Teil meines Berufslebens. Und ganz weg kommt man nie. Man hat noch Kollegen da, mit denen man sich trifft. Man telefoniert miteinander. Man wird nach wie vor zu Weihnachtsfeiern oder jetzt zu dem Familientag und so eingeladen. Also ich denke, man bleibt immer ein Teil davon.